Nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele polnische Aussiedler und Flüchtlinge die Krakauer Wurst nach Deutschland gebracht. Die kam schon damals bei uns wurstliebenden Deutschen ganz hervorragend an, wenngleich sie hier eher in der Pfanne gebraten wird. Die Polen essen sie ja lieber als Aufschnitt zum Frühstück. Was ist aber das Erfolgsgeheimnis der Krakauer? Knackig und deftig muss sie sein. Würste. Mit 1500 verschiedenen Sorten ist Deutschland Wurstland Nummer 1. Eine von ihnen hat eine kleine, aber treue Fangemeinde, die Krakauer. Für die Wurst mit polnischem Ursprung lassen die wahren Fans alle anderen Würste links liegen. Die Krakauer ist berüchtigt für ihren deftigen Geschmack. Warenlieferung bei der Firma Gmörek in Niedersachsen. 3500 Kilo Schweineschultern direkt vom Schlachter. Bis zum nächsten Morgen werden aus ihnen feinste Krakauer Würste. Aber erst müssen die Schultern durch die Qualitätskontrolle. Der Prüfer misst, ob das Fleisch auch gut gekühlt ist. Das Fleisch ist frisch, der Test bestanden. Noch schnell das Qualitätsetikett obendrauf und schon geht es weiter in den Kühlraum. Von hier holen es sich die Zerteiler. Ihr Job? Sie zerlegen die Schultern in ihre Bestandteile. Jeder ist für einen anderen Schnitt zuständig. Den Anfang macht der Knochenbrecher. Das Entfernen der Schwarte übernimmt eine Schneidemaschine. Aus der Haut wird später Gelatine. Für das Fleisch geht es weiter zu den Feinzerteilern. Deren Messer sind scharf wie ein Skalpell. Kettenhandschuhe schützen vor Verletzungen. Die Männer arbeiten im Akkord. 200 Schultern schaffen Zerteiler wie René Grützmacher pro Tag. Das ist Deckelfett, schiere Fett ohne Schwarte. Kommt auch extra. Dann haben wir hier Sehnen drin. Sehnenanteile, die werden rausgeschnitten. Und das war dann schon. Das sind einigermaßen schiere Schulter, nichts weiter dran. Wunderbar. Das zugeschnittene Fleisch geht direkt zum Abwiegen. Als erstes kommen die Bauchstücke dran, dann die Schultern. Das richtige Rezept beherrschen in Deutschland nur noch wenige. Das Geheimnis unserer Krakauer ist das gute alte schlesische Familienrezept mit einer entsprechenden Rohstoffauswahl. Wir verwenden hier magere Schweineschultern. Diese Zusammensetzung gibt erst den knackigen Biss und die Textur, die wir uns für das Produkt wünschen. Als nächstes ist der Kutter dran. Er zerkleinert das Schulterfleisch zum sogenannten Grundbrät der Basismasse. Zusätzlich kommt noch Eis dazu, damit das Fleisch trotz Hitze der rotierenden Schneidemesser nicht vorgart. Nebenan bereitet gleichzeitig die Gewürzfrau die Mischung für die Wurst vor. Pfeffer, Salz, Piment und Kümmel sind die Hauptbestandteile. Dazu kommen noch Muskatnuss und Paprika. Die genaue Zusammensetzung allerdings ist ein streng gehütetes Geheimnis. Alles einmal gut durchgemischt. Und schon ist die Mischung fertig für ihren Einsatz. Am Kutter ist das Wichtigste das genaue Timing. Erst wenn das Grundbrät fertig ist, dürfen die Gewürze dazu. Genau wie die wichtigste Zutat, Knoblauch. Das Konzentrat verleiht der Wurst später ihren deftigen Geschmack. Zeit für die Abfüllung. Jetzt wird die Wurst in Form gebracht. Krakauer isst man mit Pelle. Deshalb wird frischer, gereinigter Naturdarm verwendet. Der macht die Wurst knackig und ist geschmacksneutral. Krakauer wird per Hand abgefüllt.
Die Wurst kann dadurch fester gefüllt werden. Portionsweise schießt die Maschine das Brät in die Hülle. Dabei dreht sich der Darm, sodass automatisch einzelne Würste entstehen. Die werden nebenan zu einer Endlosschlange zusammengetackert. Am Tisch daneben bei der Braunschweiger Wurst läuft dagegen alles vollautomatisch. Das geht wesentlich schneller. Dafür ist die Wurst später aber nicht so fest. Bei der Krakauer übernimmt selbst das Aufreihen ein Arbeiter. Jeweils 30 Stück auf einen Spieß und dann heißt es erst einmal hängen. Sobald das Gestell voll ist, geht es in die Räucherkammer. Hier müssen sie garen, 12 Stunden bei 74 Grad. Das gibt ihnen Festigkeit. Am nächsten Morgen. Um zu überprüfen, ob der Dampf die Wurst auch richtig gegart hat, misst der Fleischer die Temperatur. 74 Grad. Perfekt. Jetzt geht es unter die Dusche. Die Würste dürfen beim Abkühlen nicht zu viel Feuchtigkeit verlieren. Deshalb werden sie gleichmäßig mit Wasser besprüht. Dann der große Augenblick, die Qualitätskontrolle. Sorgfältig prüfen die Kontrolleure Elastizität, Farbe und Geruch. Und auch innen sieht es gut aus. Mit dem Qualitätssiegel kann es zum Kunden gehen. Dafür schneidet die Arbeiterin die Würste auseinander, bevor eine andere sie portioniert in die Verpackung legt. Noch Folie drauf und fertig ist sie, die würzige mit dem knackigen Biss.